So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Stonehearth. Es geht munter weiter. In der Zwischenzeit hat hier unser neuer Kollege, glaube ich, angefangen, das Fundament für unser Häuschen auszuheben. Das ist sehr schön. Wir haben unseren Zaun fertig gemacht. Das heißt, wenn die nächste Attacke der Goblins kommt, sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet. Hier wird ordentlich gefäschbart, so wie das aussieht. Also gegessen. Essenszeit, sehr schön. In Zukunft in unserem neuen Sleep- und Eat-Häuschen, das hier am Start ist. Und jo, wir sind hier so eifrig dabei. Läuft eigentlich ganz gut. Jetzt könnte das Haus, glaube ich, noch ein bisschen fertig werden. Und dann bräuchten wir einfach noch viel mehr Leute, so wie ich irgendwie das Gefühl habe. Bisher kam in den letzten zwei Runden kamen immer neue Leute dazu. Vielleicht hält das jetzt auch an. Das heißt, wir bekommen dann mehr und mehr Leute, die wir dann auch unterbringen müssen, wo wir auch Essen für brauchen. Und hier haben wir bereits zwei Felder angelegt. Hier ist unser Lager. Das fühlt sich auch so langsam, das fühlt sich ganz gut mittlerweile. Deswegen würde ich ja vorschlagen, wir machen hier noch ein zweites Lager hin. Und zwar nur mit Dingen, die man essen kann. Das machen wir auch ein bisschen kleiner. Und zwar müssen wir hier auf Stockpile gehen. Dann rechnen wir mal mit rein, dass wir hier noch Platz zum Laufen brauchen, falls wir jetzt noch gleich einen Weg bauen werden. Das teste ich jetzt gleich mal. Dann machen wir hier diesen Stockpile, machen da das raus, das raus und machen hier nur Food and Drink rein. So schaut's aus. Im Umkehrschluss klicke ich hier an und mache Food and Drink raus. Genau. Fruits and Waggies, Baked Goods, Meats und Tasty Beverages. Apropos Tasty Beverages. Ein Bierchen wäre auf meiner trockenen Kehle gar nicht so schlecht. Und der Kollege hier, der gute Tibber Winsett, na, der hilft hier schon bereits alles in das Lager zu bringen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann haben wir auch gleich eine Übersicht, wie viel haben wir zu essen, wie viele Materialien haben wir. Und irgendwann, huch, was ist denn hier los? Hallöchen, ist das ein Fuchs? Kann die Leiter hoch? Nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein neues, unmöglich anzuklicken, ein neues Haustier unseres Fallenstellers. So, hier, das nimmt so langsam Formen an. Ist das dann tatsächlich nur eine einzige Person, weil wir gerade den Rest okkupiert haben mit anderen Arbeiten? Das könnte natürlich sein. Hier sammelt gerade jemand die Loks ein. Deswegen dauert das wahrscheinlich auch alles ein bisschen länger. Das macht aber nichts. Die beiden sammeln Loks ein. Sehr schön. Im Bergwerk haben wir gerade niemanden beschäftigt. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt gerade erstmal dieses Häuschen hier zu Ende bauen wollen. Sobald dann das Häuschen fertig ist, würde ich sagen, bauen wir hier die nächste Etage von unserem Bergwerk noch weiter. Da haben wir ja gebaut, aber da kam außer Stein kam nicht wirklich was raus. Ich hatte aber gehofft, dass wir so ein bisschen Iron, Ore und Tin und alles mögliche bekommen. Pet Fox. Befriended with Anduin Karn. Tatsächlich. Wir könnten es auch befreien, das wollen wir aber natürlich nicht. Freuen uns, wenn hier noch jemand am Start ist. So, die Sonne geht bereits wieder ein bisschen unter, wenn ich das richtig sehe. So ein Tag ist eigentlich nie so lang. Und mit dem Fundament ist der Kollege hier ganz schön beschäftigt. Nicht schlecht. So, dann überlege ich gerade, wie wir das hier mit dem Feld machen. Er ist hier dabei, das wieder neu zu bestellen. Ich würde ja gerne noch eine dritte Variation reinmachen an Gemüse und Gedöns. Und zwar Korn. So, dann haben wir hier nämlich noch mehr Abwechslung und wir sorgen da auch in Zukunft dafür, dass wir neue Leute bekommen, denn die stehen ja auf total viel Abwechslung, was Essen und so angeht. Oha, schaut mal, ich glaube, ich habe das Feld viel zu klein gemacht. Würde aber notfalls nichts machen, bauen wir einfach direkt da dran nochmal eins und können dann ja wieder sagen, dass das nur für Food ist. Und notfalls machen wir das dann so, dass das hier dann irgendwie nur für Fruits and Waggies und Baked Goods ist und das andere für Meats und Tasty Beverages. Ich hätte jetzt so gerne ein Tasty Beverage. So, es ist Nacht geworden. A Rock Survivalist stops by with his wares. Sehr schön. Was hatten wir hier da dabei? Bundle of Wool.
Refined Decoration. Weapons. Interessant. Giant Bone Mace. Können wir, glaube ich, auch bauen schon. Hier bei unserem Schmied. Hat der Schmied eigentlich bereits eine Workbench gebaut? Worker, Foodman. Wir haben noch gar keinen Schmied ausgebildet. Ja, dann wird es ja Zeit für Arvin. Change Job. Schmied. Blacksmith's Hammer. Crafted by the Mason. Oh, oh. Invaders sighted. So, wo sind die? Die kommen von da unten. Aha. Haben sie auf meinen Kollegen abgesehen? Ich würde sagen, wir versammeln natürlich hier Town Defense Mode. So wie es aussieht, geht es hier schon rund. Nice. Sehr gut. Die sollen aber mal Verstärkung bekommen, würde ich sagen. Ist das einer von uns? Oh oh. Wo sind denn alle? Kommt hierher, los! Da kommen sie. Und ich glaube, einer von uns ist ein bisschen in... tatsächlich. Oh oh. Ich glaube, bei uns sind welche gestorben. Gar nicht gut, gar nicht gut. Los, Jungs, gibt alles. Haben wir es geschafft? Hier ist ein Grabstein. Rip Tibor Winsett will always be remembered. Oh nein. Gold Ore. Ja, darf ich mal mitnehmen. Bronze Ingot, okay. Sind zwei von uns gestorben? Wow, okay, das ist ja echt schlecht gelaufen. Mist. Blacksmith's Hammer. Naja, Leute, nicht hier pennen. Hier können ja jederzeit wieder Leute kommen. Okay, das heißt, wir brauchen einen Friedhof. Zwei sind von uns gestorben. Das ist ja echt abgefahren. Die sind, glaube ich, stärker geworden. Ich habe das mal in einem Let's Play von jemand anderem gesehen und da dachte ich eigentlich, das ist nicht so das Problem. Ich mache die jetzt einfach mal hier hin, die Grabsteine. Und wir müssen uns dann, glaube ich, mal einen Friedhof bauen. Krass. Sehr krass, okay. Ja, das ist natürlich echt ein Setback, muss ich mal sagen. Jetzt haben wir hier extra so ein Gatter gemacht und die hier gleich los und haben den angegriffen und waren natürlich schlechter ausgebildet. Es waren vermutlich die, die so einen Körperpunkt hatten oder so. Kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass die gleich mal drauf gehen. Ich glaube, wir müssen mal uns ein bisschen um Rüstung und sowas kümmern. Wir haben jetzt ja hier die Möglichkeit, was zu machen. Und zwar brauchen wir dazu Thread. Haben wir Thread im Lager? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Nö. Was ist eigentlich das hier? Das ist doch das Zeug. Silkweed. This plant's fiber can be spun into Thread. Okay. Und Spool of Thread. Needed for cloth. Warm and fluffy. Okay, genau das ist das. Und hier haben wir Bundle of Fiber. Bundle of Fiber haben wir noch nicht drin. Oder wie sieht das aus? Doch, hier ein Bundle of Fiber. Was ist das hier für ein Kollege? Okay, das ist einer von uns. Alles gut. Ja, wir brauchen also... Wir machen hier mal Maintain. Immer 4 in Stockpile. Craft. So, das heißt, der nimmt sich jetzt automatisch, wenn welches da ist, nimmt er sich so Gedöns und macht da was draus. Und es wird bereits morgen und leider haben wir Leute verloren. Das ist echt hart. Tja, das ist, das setzt uns natürlich um einiges zurück. Ich bin mal gespannt, was unser Report sagt. Ob wir da neue Mitarbeiter bekommen, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Könnte echt hart werden, weil, naja, das haben wir natürlich hier Bockmist gemacht. Und, naja, sind noch ein bisschen selbst schuld, denn wir brauchen unbedingt mehr Rüstung. Wir müssen unsere Leute mit Rüstung ausstatten. Das steht schon mal fest. Mason, was hat der für schöne Dinge?
Hier hat der Stonemall. Das geht klar. The perfect tool for bludgeoning. Da machen wir doch jetzt auch einfach mal 5, weil wir es können. Sicher ist sicher. Und hier Wolle. Ist der jetzt kräftig dabei? Noch nicht. Hier holt er sich gerade was. Doch, der Kollege hat hier was am Start. Und da ist unser Daily Update. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Food haben wir genug. Moral haben wir genug. Net Worth. Alles gut. Alles gut. Super. Es sieht aus, als wären wir also so krass drüber, was Food und alles angeht. Okay, können wir eigentlich auch mehr kriegen. Cecile Wonders has joined Seeberg. Sehr gut. Wen haben wir eigentlich verloren? Ich glaube, hier war doch irgendwo... Was haben wir denn hier? Spool of Thread. Können wir auch mal einsammeln. Jemand wurde befördert. Sehr schön. Wir haben doch, glaube ich, einen Schmied verloren. Oder sehe ich das falsch? Hier ist der Schmiedehammer. Dann können wir doch jetzt hier ein Weaver, Footman, Trapper und so weiter. Ja, genau. Wir haben keinen Schmied. Das heißt, wir versuchen jetzt mal als Schmied auszubilden. Blacksmith's Hammer, crafted by the Mason. The Blacksmith refines raw ore into material bars und so weiter und so fort. Bilden wir aus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen im Team. So. Wie sieht es denn hier aus mit unserem Häuschen? Muss ich hier nochmal draufklicken, so viel ich weiß. War hier dann immer nochmal so ein... Genau, dann kam da so ein Fehler. Dann habe ich immer Panik bekommen. Und dann ging es aber los. Jawohl, hier ging es los. Und wir speichern sicherheitshalber nochmal ab. Wie ihr wisst, speichern ist das A und O. Brumm. Dankeschön. Resume. So, wunderbar. Mittlerweile sind wir fast 1,5 Stunden hier in der Aufnahme. Macht sich etwas bemerkbar in der Kondition. Hätte gerne ein paar erfrischende Beverages. Und hier auch mal wieder würde ich dann mal das Fenster aufmachen, weil, aber vor meiner Haustür ist aber zu meine Party. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ich glaube, hier mit unserem Essensgedöns haben wir es wirklich fast ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wir können, wenn der nächste Händler kommt, sogar ein bisschen Gemüse und so ein Gedöns verkaufen. Und dann können wir uns andere Dinge kaufen, die wir jetzt noch nicht haben. Zum Beispiel Iron und solche Sachen, um uns Waffen und Rüstung zu bauen, die wir wohl dringend brauchen, weil so wie wir es gerade gesehen haben, sind wir wohl ziemlich platt gemacht worden. Also wir haben die anderen zwar auch getötet, aber 2 gegen 2 war das und eigentlich hätten wir viel stärker, Verzeihung, sein sollen. Von dem her nicht so gut. So, wo ist denn unser Schmied? Hier ist der Schmied. Da bauen wir natürlich gleich mal ein Crafting Table. Den bauen wir hier hin. So. The Trader returns. I'm back. It looks like you've made me 3 mean beds I asked for. Natürlich. Are you still willing to trade them to me? I'll give you 5 wooden garden lantern in exchange. Still sounds good? Yes, sir. Accept. Dankeschön. Nehmen wir natürlich sehr gerne. So. Wunderbar. Ich schaue immer mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich muss mich ja gerade so ein bisschen angewöhnen, ein bisschen anders zu dingsen. Und warum wird jetzt hier immer noch nicht gebaut? Ich glaube, ich muss da nochmal drauf. Doch, hier wird es schon so ein bisschen. Komm schon. Komm schon. A caravan approaches. Wo ist das jetzt? Wo kann ich das denn jetzt lesen? Hier vielleicht? Ja, tatsächlich, haben wir mal gefunden. A caravan approaches. Hello, Seeberg. I come bearing goods for trade. Would you like to give me 3 mean beds in exchange for 19 picket fence gates? Ich weiß ja nicht. Das ist so, also, okay, ist zwar nett, aber so viele Zäune brauchen wir dann auch mal wieder nicht. Ich würde eher mal nein sagen. Aaron Killian and Tibble Winsett has died. Wir gucken uns nochmal kurz hier unsere Grabsteine an. Tja, das ist hart. Hier müssen wir uns auch nochmal ein bisschen drum kümmern, wenn wir mehr Gedöns haben. Da bauen wir dann auch mal nochmal hier einen kleinen Zaun außenrum und so weiter, ein Kreuz, ne? Wisst ihr? So, hier wird fleißig gespeist. Das ist schön. Ich hätte aber gerne mal, dass dieses Häuschen jetzt hier gebaut wird. Oder wurde schon ein bisschen gebaut und ich sehe es nicht. Nein. Leute, ihr holt hier immer noch das Holz. Ihr dürft aber gerne in der Zwischenzeit mal das Häuschen hier beginnen. Start building, please.
Tjo. Schauen wir mal. So, wir gucken mal rein, was der Schmied so Schönes bauen kann. Show Workshop. Jawohl, hier kann er die ganzen Eisen und Materialien schmelzen. Dann kann man Carpenter Saw machen, ein Trapper's Knife und verschiedene Waffen. Iron Pike, Bronze Mace, Bronze Sword, Iron Sword, Short Sword, Long Sword. Long Sword wäre natürlich geil. Da braucht man aber natürlich erstens mal mehr Level, so wie ich das sehe. Und Armor wäre natürlich auch geil. Ein Schild, Full Plate Maul. Sehr, sehr geil. Wir brauchen zudem einfach auch einmal mal Bronze und so ein Gedöns. Mineralien. Das heißt, wenn die jetzt hier mal anfangen, so langsam, sind immer noch fleißig dabei, das Holz reinzutragen. Ich hoffe, dass die danach anfangen, das Haus zu bauen, weil dann kann es mal so ein bisschen losgehen. Und wir können ja mal, ach natürlich haben wir hier auch noch Stein. Wir können hier mal so ein bisschen Fullspeed geben auf der rechten Seite, denn es sieht jetzt hier gerade so ein bisschen aus, als würden die einfach nur viel rumlaufen müssen. Und wir können eigentlich auch nicht mehr so viel bauen. Ich warte so ein bisschen ab, bis Sachen erledigt sind. Das heißt, wir machen mal ein bisschen Fullspeed gerade und schauen mal, ob die tatsächlich dazukommen. A simple food cart rolls into town. Das ist total gut, aber ich glaube, wir verkaufen eher was, denn wir haben auch sehr viel zu verkaufen. Das würde ich einfach mal alles verkaufen. Davon können wir doch mal 10 verkaufen. So, das soll erstmal reichen. Jawohl, dann haben wir 60. Und wenn demnächst wieder ein Händler kommt, kaufen wir Eisen und so ein Gedöns, um uns dann Rüstungen zu machen. So, haben wir hier eigentlich in der Zwischenzeit... müssten wir doch Threads haben. Sehe ich das richtig? Wir schauen mal hier ins Inventar. Sind Threads da? Wir haben auf jeden Fall sehr viel Silkweed Bundle. Oh, wir haben ein Golden Ore, das ist natürlich nice. Und wir haben 2 Bronze Ingots. Ja, hier unten haben wir Spool of Thread. Das heißt, wir können mal hier Bolt of Cloth machen, um dann später hier mal ein paar Lederwesten und sowas zu craften. Das heißt, ich würde mal hier 3 Ingredients für ein Bolt of Cloth. Krass. Okay, mache ich mal 2. Hier können wir eigentlich auch mal 6 machen. Weil wir brauchen da ja 3. Dann haben wir praktisch immer genug da. 6. Aha. Das können wir dann mal wegmachen. So, okay, das hat er geblickt. Wunderbar. So, mein Häuschen wird immer noch nicht gebaut. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Oder sind die jetzt erst noch hier am... Oh oh, Invaders. Gleich mal wieder auf langsam. Wo kommen die denn her? Müssen wir erstmal hier draufklicken, dann hier. Von der anderen Seite. Stopp! Nicht schon wieder angreifen. Okay, kommt mal alle hier hin, bitte. Gibt's noch mehr? Nö, erstmal nicht. Leute, ihr könnt nicht einfach hinlaufen. Wenn das mehrere sind, seid ihr tot. Wir haben nicht unendlich viele Leute. Also das muss nochmal ein bisschen anders werden. Das hier ist Bronze. Sehr gut, das kann man gleich mal looten. Dann heben wir das mal wieder auf. Ist in Ordnung. Ihr dürft alle wieder an die Arbeit. Ist cool. Ihr schlaft mal hier ein bisschen. Sehr gute Idee, auf dem Schlachtfeld einfach mal ein Nickerchen zu machen. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal einen Zaun, den wir von hier an hier rüber bauen, dann hier rüber. Das ist, glaube ich, bitter notwendig. Dann haben wir hier uns aber auch ein schönes Dörfchen an den Start gemacht. Was ist denn hier so rot? Sieht ja krass aus, okay. Und die bauen immer noch nicht mein Häuschen. Build it. Do it. Komm schon. Puh, ich glaube, die sind hier erstmal am Steine schleppen.
Okay. Das ist natürlich echt hart. So, die pennen hier. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal unsere weiteren Zäune bauen. Weil ich glaube, wir brauchen die dringend. Da ist auch schon der nächste Morgen. Das ist wunderbar. Wir haben noch ein, zwei Minütchen. Dann geht es auch schon zum Ende dieser Episode zu. So, hoffen wir mal, dass das hier funktioniert. Dass sie nicht auf die Idee kommen, eventuell ein Bad zu nehmen und hier in den See rein zu dingsen. So, wir machen diesen Zaun hier aber auf jeden Fall noch fertig, beziehungsweise legen den auf jeden Fall nochmal an. So, was hier los? Ja, das baut ihr sofort los, ne? Aber mein Häuschen nicht. Klasse. So, war das jetzt praktisch alles an... Jawohl, dann brauchen wir erstmal mehr Zäune. Jetzt bräuchten wir doch mehr Zäune, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das Spiel wusste schon vornherein, was wir bauen wollen. So, Picket Fences. Da bauen wir doch auch mal wieder 30. Daily Update. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Zack. So, Immigration, Moral, Net Worth. Wunderbar. A new settler would like to join your town. Accept. Megahan Brightwell oder Megan Brightwell. Herzlich willkommen. Wo bist du? Hier. So. Wunderschön. Herzlich willkommen. Hier bei uns in der guten Stube. Alles gut. Was bist du denn für einer? Apprentice Footman. Aber was hast du da für ein Tool? Warum hast denn du kein Schwert in der Hand? Und was ist eigentlich hier mit unserem Häuschen? Ich glaube, da muss ich nochmal restarten, damit das geblickt wird. Aber alle rennen sie gleich hier hin und wollen hier meinen Zaun machen. Das ist zwar super lieb, Leute, aber ihr sollt besser noch an dem Haus arbeiten. Haben wir denn noch Zaun? Einen Zaun hatten wir wohl gerade noch. Können wir den mal einzeln nehmen? Okay. Gut, gut. Ja gut, das ist ja schon mal okay. Aber ich hätte natürlich schon gerne gehabt, dass hier erstmal das Haus baut, bitte. Bitte starte das Haus. Engine Error. Gleich mal speichern. Save. Dankeschön. Resume. So. So sieht unser Dörfchen aus. Und ich hätte gerne noch dieses zweite Häuschen gebaut, aber da stellt sich noch ein bisschen an. Und ja, unser Lagerplatz auch fast aus allen Nähten. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch noch demnächst ein zweites Lager bauen. Mit, das können wir sogar gleich machen. Mit, was denn? Ich würde sagen, mit Construction-Zeug und Tools. Naja, alles außer Stein und Holz und Food. Ne? Machen wir mal. So. Sehr gut. Was war hier gerade für eine Message? Lisley Nelvin has achieved Carpenter Level 5. Geil, der geht ja richtig gut ab. Ich glaube, den können wir jetzt, den Carpenter, den könnten wir eigentlich, Change Workshop, den könnten wir, Promotion zu einem Shepherd. Und das machen wir auch. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge, ich beende jetzt nämlich mal die Aufnahmesession. Ich brauche dringend mal etwas auf die Zunge. Und jawohl, das Häuschen wird angefangen zu bauen. Sehr nice. Sehr cool. Darauf dürft ihr euch also freuen in der nächsten Folge. Und wir beenden das jetzt hier mal. Und schau mal, wie das bei euch so ankommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und ja, würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. A trader approaches your town. Und über ein Däumchen nach oben freuen oder auch über einen Kommentar. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und damit sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist der Droid Boy und das ist Stonehearth. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss.